So. Hallo und willkommen zurück zu Luigi's Mansion. Im letzten Part haben wir zwei Geister schon eingesaugt, nämlich den Hausherrn und die Frau des Hausherrn. Und in diesem Part schauen wir doch mal, was es mit diesem komischen Baby hier auf sich hat. Das hat ganz komisch rumgeschrien und mysterious. Und es hat uns im letzten Part gesagt, oder ich habe gescannt, dass es irgendwas mit dem Pferd hier auf sich hat. Also, lass mich es doch mal schaukeln. Hallo, na? Hallo, spielst du mit mir? Nein, will ich nicht, nein! Verpiss dich! Ich will nicht mit dir spielen, Kriegst erst mal den Ball ins Gesicht! Zack! Aua, du hast Aua gemacht! Aber wo ich doch noch spielen dürfte, wo sei also! Also, bist du viel größer als ich mehr rein? Klein, du bist so klein! Ja, und willkommen zum ersten Boss im Spiel, das Baby. Oh. Hallo Babys, gutes Baby, sei brav. Das ist nicht brav. Nein, artig sein, ganz artig sein. Nein. Ja, und deswegen habe ich das auch nicht mehr in den letzten Part reingeschoben. Da ist doch der Bossfight doch noch ein wenig dauert. Aber erstmal, oh Gott, das war knapp. Erstmal eine ganz leichte Phase, erstmal den Spielzeugpferden hier ausweichen. Kein Problem. Und dann kommen so Bälle auf uns zu. Au, das tat weh. Und den können wir ansaugen hier und damit das Vieh beschießen. So. Und dann können wir es einsaugen. Los, Luigi, einsaugen. Jawohl. Und einsaugen. Oh, schade. Ja, natürlich müssen wir den Boss öfter einsaugen, weil es ja klar ist. Wäre auch sonst langweilig. Und hier, dann stampft es ein wenig so rum. Wir müssen einfach wieder ausweichen. Ah, schreib mich nicht an, du Ekelhaftes. Jetzt kommt wieder erst dein Spielzeug, Pferdchen gedöns. Na los. Und das nächste Pferdchen. Auch kein Problem. Und jetzt kommen wieder die Bälle. Uiuiui. Da ist das Bällchen. Na los, Luigi. Danke. Und Schuss. Und los, aufsaugen! Verdammt! 9 HP hat es noch. Ja, schrei mich du noch an. Oh Gott. Ja, ist gut. Bist ein ganz böses Baby. Und sie werden schneller, die Pferdchen. Wow, und sogar 2 Pferdchen. Yay. Der Wahnsinn. Jetzt kommen wieder die Bällchen. Wow. Und aufsaugen. Los. Und ins Gesicht mit dir. Und jetzt zum letzten Mal aufsaugen. Na los, komm. Auf geht's. Jawohl. Da ist das Ding! Yeah! Und eine große Truhe! Mit einem rosa Schlüssel! Hey, do you hear me?
Ding will deine Angel wieder noch Geld. Ich hab gleich die Verbindung an die Belohne. Hey, I like your bed, was willst du sagen? Du scheinst auch nicht langsam, ja, bitte zu sein. Mann, das ist mal im Labor vorbei. Du machst deinen Postgeist auf in der Klasse. Ich sein Schreckweg 08. Dem Bastner. Oh, hey. Jetzt ist das die Post gezeigt. Postgeist gezeigt, wer der wahre Post ist. Nicht wahr? Ja, natürlich, Junge. Okay. Und jetzt seht ihr gleich ein neues Gimmick des Spiels. Ja, weil Luigi, du bist unversehrt zurückgekehrt. Nun seht ihr mal das hier an. Annähernd 20 Jahre hat es gedauert, dieses Meisterwerk zu konstruieren. Ich bin eines an den Geister Petrifizierer. Diese Maschine wirklich ist tot. Die von dir gefangenen geistige Meldung umzuwandeln. Doch, damit ich genug ist, funktioniert auch in umgekehrter Richtung. Wie ist das funktioniert? Nein, ganz einfach, du musst ihn. Dazu musst du lediglich den Schreckweg 08 an diese Punkte anschließen. Und danach heißt es zugeschaut und mitgestaunt, kleiner. Oh yeah. Und da werden jetzt unsere Geister, also die mit den 100 HP immer, hineingeschleudert. Und coole Sachen damit gemacht. Pass mal auf, was da jetzt mit dem alles passiert. Erstmal werden sie rumgeschüttelt. Dann auf Formen gelegt. Platt gedrückt. Elektrifiziert. Verbrennt. Und dann in Bilder gepresst. Und ich habe vergessen zu lesen. Da war das Baby, der Vater und die Mutter. Nun, aber es geht auf die Bilder wieder, die Geister wieder in Bilder zurückzuwandeln. Vielen Dank für deine Unterstützung, Luigi. Yeah! Bisher gefangen, Bereich 1. Ramon. Rolanda. Luis. Das macht summa summarum insgesamt 3 Geister. Und viel Geld. Ja, nach jedem Kapitel wird gezeigt, wie viel Geld wir immer erhalten haben. Wow, 2 Millionen. Wir sind jetzt schon Millionäre. Cool. Und speichern, natürlich. Damit haben wir auch schon die ersten Kapitel beendet. Ja, schnell, oder? Wie viel Parts sind das jetzt? 2? 3? Egal. Zur Villa, natürlich, hallo. Ich will zur Villa, natürlich. Und mit unseren rosa Schlüssel können wir nämlich jetzt hier durch. Leucht! Und auf! Jetzt sind wir auf einen Gang. Hier gibt es erstmal ein Herz für mich. Ne, brauche ich nicht. Oh! Hallo, Federmäuse, na? Kann ich eigentlich hier rechts schon rein? Endlich toll. Na komm. Ah, ein Goldbaden! Om nom nom, ist glaube ich 100.000 wert oder so. Ah, da komme ich noch nicht rein, okay. Wo kann ich denn hier überhaupt rein? Das wollte ich nicht. Wo kann ich denn hier rein? Ah, ich kann hier runter, okay. Und dann da rein, okay. Da würde ich sagen, ich gehe erstmal da ganz runter. Hallo Federmäuse, na? Na? Ah, hier ist wieder so ein Gedöns. Uga, 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 uga! Naja, ist gut. Hier geht's nämlich ab in den Keller und da hole ich doch erstmal was. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo der jetzt war. Wo war denn der? Erstmal hier die Mäuse. Kommen nämlich Mäuse, glaube ich ja. Erstmal hier eins saugen, weil die nerven mich sonst. So, Mäuse. Mäuse und Mäuse. Kommt noch mehr? Nicht. Okay. Gut, dann saure jetzt das Ding hier weg. Und dann einsaugen, 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 einsaugen. Ja, ich hab's geschafft. Wunderbar. Wusste doch, dass hier noch ein blauer Geist ist. Und er gibt sogar einen Smaragd. Oder nee, Smaragd ist es ja gar nicht. Saphir. Saphir ist blau. Ja, das wollte ich holen. In den vergisst man oft mal oder verpasst ihn oder was auch immer. Dann ist es weg. Ist der Geist für immer weg. Ja, der kommt nämlich auch nicht wieder. Ja, das wollte ich schnell holen. Weil hier komme ich dann erstmal nicht rein. Die Tür ist hier noch verschlossen. La la la. La la la.
Und dann gehen wir jetzt noch hier rein. Hier ist auch verschlossen übrigens. So, du nervst. La 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 la. Wow, und das ist so ein Bombengeist, der hinterlässt eine Bombe. La 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 la. Hallo Mäuse. Hallo Mäuse. Hier möchte ich dir erstmal die Vasen untersuchen. Ja, Goldbahn, wusste ich doch. Vasen. Hallo Mäuse, hallo Mäuse. Und Vasen. Geld, ganz viel Geld. Und viel Geld ist das anders, aber egal. Uga, 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 ja, ist ja. Komm ich hier rein? Nein. Das ist ein schöner Raum. Da, wenn ich reinkomme, das wird schön. Aber da kann ich rein, oder? Ja, hier kann ich, glaube ich, rein. Ja. Kommen, glaube ich, Geister, oder? Kommen ja Geister? Ja. Das sind ganz unschöne Gesellen, nämlich das sind so, ja, Wettkrabbelgeister und die bekrapschen eine. Das finde ich nicht so toll. La 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 la, du gehörst mir, du Vieh. Ja, sieht so aus, als hättest du ein wenig Ärger gehabt. Vielleicht macht es mehr Übung? Also kann ich sowieso nicht nur backen und festhalten. In diesem Fall soll ich nur den Kontrollen sich vor und zurück bewegen. Auf diese Weise schüttelst du sie ab. Ja, der Hund, jahrhundertalte Überlegungskraft, mein Junge. Damals in den guten alten Zeiten. Und ich muss frei mir noch eine Magie gekostet hat. Ja, das war noch Zeiten. Ja, wer der gedacht hinter den... Duschvorhang ist natürlich nichts, aber hier ist ein Schlüssel. Und er führt wohin? Ah, hier rein, okay. Ach, dann kommen wir hier schon hier rein, okay. Wunderschön. Gehen wir doch sofort rein. Hallo Mäuse, hallo Federmäuse. Na? La 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 la. Hier kommen wir in den Ballsaal und hier gibt's so Scheigeister. Das wär's mal die... Das war Fail. Habe ich zu lange gesaugt? Jetzt wär's mal die Wasten hier wegsaugen. Und dann können wir sie... Hallo, leck! Ich hasse diesen Leck. Verdammt nochmal. So, jetzt aber. Jetzt schaffe ich's. Nämlich jetzt. Ah, verdammt. Habe ich den zweiten nicht bekommen. Verdammt, verdammt. Na komm, du... Alter! Stress mit mir, oder was? Hallo! Oh, Mann! Gut, das will nicht. So, jetzt haben wir zwei von euch. Hahaha. Ha, ha. Nee, was zur Hölle? Warum habe ich nur den einen erwischt? Das sind alle einzeln. Mein Gott. Hallo? Irgendwas spinnt jetzt gerade. Sorry, da hat gerade mein Controller gesponnen. Na gut. So. Sag mal. Alter! So, jetzt habe ich aber... Das gibt's doch gar nicht. Warum erwische ich da keine zwei? Mann. Ey, ich... Scheiß Viecher. Nerv mich nicht. Ja, hier. Du mit Scheigeis. So, jetzt aber hier. Das gibt es nicht. Ich glaube, die soll man gar nicht weiter erwischen auf einmal. Gib mir das Herz, danke. So, jetzt aber hier. La 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 la. So, Herz. So, und jetzt sauche auch dieses Tanzbar hier auf. Und die muss ich scannen. Ich glaube nicht, dass er uns... dass uns dieser Herr überhaupt sehen kann. Oh, ho, ho, ho. Ja. Kann ich jetzt den Herrn jetzt auch mal scannen? Hallo? Sehr hübsch, ja. Du kannst mich also sehen? Wie schön bin ich. Aber meine Schwäche wirst du nie und nimmer rausfinden. Ja, doch nicht etwa das Tanzen. Oh, ich drehe mich mal hier ein bisschen in den Kreis. Ololol. 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 Oh, lololololol. Und Platz, Platz, Platz. Ich muss mich doch, glaube ich, hier im Kreis drehen, oder?
klappt es? Drehe ich mich mal hier im Kreis. Yay! Das bringt irgendwie nichts. Cool. Ich hätte eigentlich gedacht, das bringt was. Yay! Yeah. Hey, irgendwas, irgendwie bringt das nichts. Was muss ich hier tun? Ich hab keine Ahnung. Jetzt! Okay, was auch immer ich getan habe. Egal, ich versteh's nicht. Gut, einfach mal einsaugen hier, die Klappe. Komm, los, große Pelle, ich schaff dich. Da ist die große Pelle. Wunderschön. Habt ihr das gesehen? Große Pelle. Und da ist sie. Yay. Und hier haben wir wieder einen Schlüssel. Und zwar... in den Raum dahinter. Und ich glaube, ich mache mal eine Special-Folge, denn das will ich euch jetzt noch zeigen. Das ist cool, was jetzt kommt. Wir sind hier, glaube ich, erstmal wieder Geister. Oder? Ja, hier sind Geister. Ha, aber nicht mit mir, Freundchen. Oder Madame, bist ja rosa. Hallo, Vieh. Na? Du wirst auch eingesaugt. Kurz. So. Zwei gleich, okay? Das war... Fail. So, du nerviger Grubbel. Nein, nicht von Rosa Bio. Oh Gott, das war knapp. So, und dich erwische ich auch gleich. Wunderbar. Oh. So, und jetzt müssen wir uns hier in diesen Raum umschauen. Wenn ihr vielleicht da mal etwas genauer hinschaut, könnt ihr vielleicht was entdecken. Ich gebe euch mal eine kurze Minute. Entdeckt ihr hier irgendwas? Nicht entdeckt? Okay, dann gebe ich mal einen Tipp. Schaut mal in den Spiegel. Da ist ein Schalter, wenn ihr genau hinschaut. Kann man es nach und da kann man sich da genau. Von hier sieht man es doch deutlich. Da ist ein Schalter auf der gegenüberliegenden Wand. Und den werde ich doch mal drücken. Plopp. Yay. Und der Raum hat sich erweitert und jetzt können wir hier weiter suchen. Und hier, was bist du denn? Danger. Okay, scannen wir doch mal. Was um alles in der Welt ist das? Saugen wir doch mal weg. SDS-Poster geht weg. Ah, noch ein Schalter. Okay. Der wird bestimmt nichts machen. Das drücken wir einfach mal. Pushen. Ah, und was kommt da raus? Wer da? Wer mag das? Und im Schlaf zerstört? Hey, Luigi, guck mal, Leute, Luigi ist auch schon da. Wir verpassen alle Abreihe mit deinem Bruder. Das ist ein heftiger Verleiter. Der hier gibt es schrecklich mit Dollar abdecken. Alle in Deckung. Was war das jetzt? Krasses. Krass. Ja, ich sehe mich doch in Ordnung. Das waren sie, ich meine, das waren die all die Geister von den Welten wieder befreit haben. Das verflixt das personifizierte Böse. Nein, das ist das Hühnchen. Aber egal. Die ganze Zeit, wo habe ich mich gefragt, wo König Buhu und seine Konzerne abgeblieben sind. Sie haben sich also Kreuzer quer, der will auch verteilt. Na prima, dass du sie als Tausend lassen, Mann. Du Idiot! Nun, schön und gut, dass du sie gefunden hast, aber vielleicht wäre es besser gewesen, du hättest, nicht alle einfach so entwickeln lassen. Nur eine Idee. Was soll ich dran drüber? Das heißt jedenfalls. Kommt ihr mal alle mal unten im Labor vorbeischauen. Okay. Nun, ich habe auf dich gewartet. Dein Bruder scheint der Buhu-Gang in die Hände gefallen zu sein, armer Kerl. Ich habe ruhige Dichte. Sie werden ihn schon nicht aufgefressen haben. Fuck,
dachte ich nur, was aus ihm geworden ist, oder? Eigentlich, dass er nicht wieder zurückgekehrt ist. Einer meint verbrechen, der andere meint verdankt sich Buhu. Das Buhu soll steigen, wenn sie zum Meer unterwegs sind. Scheinbar können sie auch ihre Kräfte bündeln. Diese Kräfte müssen seinem oder zum Verhängnis geworden sein. Hehehe. Wirklich etwas davon liegt, quasi zu befreien. Diesen einen hat die Möglichkeit, er muss den als den Buhu fangen und seine Kraft der ganzen Gruppe verlieren. Ich muss den Kräfte verschreien. Aber, oh Gott. Doch, ihn arbeitet aber sehr bereit an, dass Buhu sich gerne verstecken, um rauszuspringen und Leute zu erschrecken. Oh, ist nicht ganz schön. Zeug legen müssen, um sie aufzuspüren. Ich könnte das mit links, aber es ist ja nicht mein Spiel. Doch keine Sorge, du bist nicht völlig auf dich allein gestellt. Der Gameboy-Horror, den ich dir gab, ist immer eine geheime Funktion. Die ist so geheim, dass ich nicht mal weiß, was sie eigentlich machen, aber egal. Ich wusste, dass wir sie eines Tages gut gebrauchen können, deshalb habe ich sie unter höchster Geheimhaltung entwickelt. Die Rede ist vorbei zu hören. Buhu-Radar. Der Buhu-Radar. Blickt rot, wenn sich ein Buhu und Milware Nebel versteckt hält. Mit seiner Menge kannst du alles absuchen, Luigi. Yes! Zweite Rundleiner, doch eines! Nach den anderen Ball, der coolen Kopf und über die schönen der Reihe nach um jeden einzelnen Buhu. Es läuft wie geschmiert, wenn man das Zusammenspiel von Golden Roll ja beherrscht. Du sollst nicht vergehen. Wo soll's hingehen? Zur Villa natürlich, hallo? Ja, und was es aber mit diesen Buhus auf sich hat, das zeige ich im nächsten Part, denn ich habe meine Zeit wieder mal weit überschritten, aber es ist ja egal. Ihr wisst ja Bescheid. Gut, ich speichere jetzt und beende dann gleich sofort den Part. Gut, Leute, das war Luigi's Mansion für heute. Und ich würde mal sagen, man sieht sich dann im nächsten Part. Also dann, bis dann. Los, speichern vorbei. Danke. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.